Herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. In diesen Ruinen hier in Caldeum, der Wüstenstadt, mit geiler Atmosphäre und epischen Kämpfen, die mehr oder weniger einfach nur einfach sind, weil einfach ist so. Jetzt natürlich direkt für mich die Zwickmühle nach oben und nach unten, das hat so geklärt, okay. Dann will ich mal nichts gesagt haben. Die Feinde sind unglaublich. Und die brutzeln noch fröhlich fast hin, oder wie? Ja, lassen wir sie mal in Ruhe das tun. Oh, ein Schwarmboss. Der war schlussendlich auch kein Problem. Aber eigentlich eine coole Idee, so ein Boss-Schwarm zu machen, also gefällt mir, wird auch nicht jeder auf die Idee kommen. Aber Blizzard hat ja einen cool in Richtung coole Bosse, haben die ja eh, also allgemein coole Charaktere, haben die ja eh wirklich den Oberskill, weil man möchte es mal bei World of Warcraft dran denken. Ich meine, ich kenne das Spiel nur noch aus frühester Kindheit, aber ich kenne, also als mein Cousin das immer gezockt hat, aber ich habe da noch so viele Erinnerungen dran. Das ist übelst heftig. Ich glaube, da gibt es andere Spiele, die ich wesentlich länger gezockt habe, wo ich viel weniger Erinnerungen dran habe. Also das World of Warcraft, das war wirklich einprägsam schon, also das möchte ich irgendwann auch mal wieder zocken vielleicht, aber das soll ja relativ scheiße geworden sein, wie ich so gehört habe. Dämonen sind groß und imposant. Die Staubkobolde sind kaum größer als Kinder. Doch sie besitzen den Scharfsinn und den Blutdurst weit größerer Kreaturen. Sie suchen Schutz im Schatten und kommen nur dann hervor, wenn sich potenzielle Beute zu nah heranwagt. Dann schlagen sie aus dem Hinterhalt zu und lassen kaum mehr als Knochen zurück. Das ist auch solche dreisten Viecher hier. Aber jetzt möchte ich hier erstmal ganz kurz ein bisschen was das checken. Ich möchte den Templar mal ein bisschen aufrüsten, wenn ihr wisst, was ich meine. Mit dem Schild vielleicht wäre auch nicht schlecht. Excellent. Ja, definitiv. Wow, geile Aktion. Hier die Intelligenz, dasselbe das Problem, wie ich schon mal im letzten Part hatte. Hier auch, das ist schwierig. Aber ich empfinde es persönlich als besser. Hier einen Ring mit dem leeren Sockling kann es gerade in die Tonne werfen. Lasting einfach nur scheiße ist. Sorry für die Kraftausdrücke, aber ist doch wahr. Und hier haben wir schon das Ende vom Dungeon, echt. Das war jetzt aber... Ah, wir kommen nochmal Info über Diablo, den Herrn des Schreckens. Diablo war der jüngste der großen Übel. Aber ich halte ihn für den gefährlichsten. Denn seine Macht über den Schrecken macht es ihm unmöglich, Angst zu verspüren. Obwohl er mit Leichtigkeit viele Menschen besessen und korrumpiert hatte, wurde Diablos Essenz schließlich in einem Seelenstein gefangen. Und vor 20 Jahren in den unergründlichen Abyss verbannt. Den unergründlichen Abyss, okay. Alabis, also. Gut, ich bin froh, dass den letzten Part etwas früher beendet hatte, weil sonst wäre der 30 Minuten lang geworden. Das wäre für Diablo doch ein bisschen zu lange dann. Weil ich glaube, da ist 25 Minuten echt die Schmerzgrenze bei dem Spiel. Weil ich meine, zum einen möchte ich ja fertig werden, aber zum anderen guckt es halt einfach niemand 40 Minuten hier irgendwelches Geplänkel an.
das ist halt so ein bisschen ein Mittelweg, den ich da finden muss, und da könnt ihr mir auch gerne dabei helfen. Ich habe es schon erwähnt, vor 2 Wochen mal oder vor 3, keine Ahnung. Für mich war es vor 50 Minuten, von daher kann ich euch das nicht so genau sagen. Okay, die Blitzrüstung tut das Übrige wie immer. Okay, wir sehen hier ein relativ großes Gebiet, das ich jetzt sehr gerne erkunden würde. Einfach einmal so quer rüber erstmal. Und dann können wir die Mitte uns vornehmen. Die sind auch über krass am rumbrüllen hier, die Viecher, das ist schon heftig. Ja, die Sache beim zweiten Akt ist, dass die ganze Gegend so riesig ist, dass man da kaum mehr einen Überblick drüber hat. Wir sind schon auf Stufe 22, haben noch nicht mal die Stufe 21 verteilt. Deswegen mache ich das jetzt hier. Schockimpuls. Kettenblitz. Sehr geil. Arkanflut. Da kriegen wir jetzt die Desintegration. Das ist, glaube ich, auch ein cooler Zauber. Hier die Teleportation ist auch cool. Cool, dass die Frostnova. Weiß ich nicht, ob ich nehme es jetzt einfach mal, weil ich die echt nice finde. Hier haben wir die Hydra. Das ist die Frage. Druckwelle gegen Hydra. Ich bin eigentlich für die Hydra prinzipiell. Was ist hier das Ding denn? Nein, nehmen wir die Hydra. Komm, tun wir hier mal komplett neu aufrüsten. Sturmrüstung haben wir für alles, außer für die Sturmrüstung was Neues. Eisrüstung, unterkühlte Aura. Ja, das ist schon die Sturmrüstung am geilsten. Vertrauter. Oh, der ist aber auch, der ist auch cool. Der schafft einem Helfer an die Seite da. Komm, dann nehmen wir den hier. So ein, der immer so arkane Kugeln dann auf die Gegner schießt. Also an sich eine relativ coole Sache. Haben wir hier die Hydra, die Teleport. Ich möchte einfach mit dem Magier so viele Helfer wie möglich immer rauf beschwören. Okay, da haben wir noch was vergessen. In dem letzten Abteil, deswegen hole ich das noch schnell nach. Könnte man ja auch bleiben lassen, aber ich kann das nicht. Weil ich hier zu cool bin und mich teleportieren kann. Und da gibt es ja noch so viel zu holen, oje oje. Und da ist genau das, was ich gesucht habe die ganze Zeit. Ein Schild für den guten Templer. Eine gute Wahl. Sehr geil, dann können wir jetzt hier reingehen in den verlassenen Keller. Wo wieder eine geile Musik spielt. Ah, stimmt, ich habe jetzt den Kanalisatorstrahl. Und diese Hydra ist doch geil, oder? Sieht doch nice aus. Okay, man kann auch nur eine zum selben Zeitpunkt setzen, das sollte aber klar sein. Also an sich finde ich den Magier wirklich cool, so von seinen Fähigkeiten, dass er da so viele Helfer raufbeschwören kann, weil ich mag das ja. Und die Hydra dann noch. Und ja. Was war das? Was war das eigentlich auf dem vierten? Was war denn das? Moment mal ganz kurz. Sekunde. Das ist die Explosion. Habe ich noch gar nicht angeguckt, was die kann. Ja, okay, kann man auch mal verwenden, sicherlich. Bam. Was? Feuert einen Moment so? Nicht bereit. Ja, ist gut, ich müsste es mal testen. So, und dann gibt es bei uns den Knall. Geil. Gefällt mir. Nein, ist coole Attacke. Ich habe die ja schon ein paar Mal verwendet, aber ich habe das noch nicht so wirklich registriert, was das kann. Weil ich habe das ja mit einem Kollegen auch auf der PS3 damals noch gezockt. Das war, da habe ich eben Magier gespielt und daher weiß ich so einiges. Deswegen bin ich auch nicht komplett blind reingeworfen worden in die Magier-Schiene. Das hat mir schon ein bisschen geholfen im LP, muss ich ehrlich sagen. Alter, wie schnell die Zeit rumgeht. Der Part schon wird 10 Minuten lang. Im Prinzip nur um die zweite Ebene vom Dungeon zu erkunden und hier nochmal was über die Herrscher der Hölle zu erfahren. Diesmal über Andariel.
Die Herrin der Qual. Asriel war das einzige weibliche Übel. Sie half den anderen geringen Übeln viele Jahre lang, verlor aber schließlich das Vertrauen in sie. Vor 20 Jahren beschloss sie, Diablo bei seinem Wiederaufstieg zur Seite zu stehen und ergriff Besitz von der Zitadelle des verborgenen Auges. Sie wurde schließlich von tapferen Helden getötet. Irgendetwas an diesen Wachen erscheint mir seltsam. Ja, schon ein bisschen. Wir sind hier sicher, seit die kaiserliche Wache gekommen. Ihr müsst mir das Tor öffnen. Ich muss nach Alcarnus gelangen. Ihr seid wohl von Sinn. Aber wenn ihr euch unbedingt kopfüber in den Tod stürzen wollt, dann sprecht mit Hauptmann David im Kommandoposten. Er hat den Schlüssel zum Tor. Das da unten ist der Kommandoposten. Gut, gehen wir noch schnell hier hin. Kommandoposten. Hinein. Da bist du. Mir als Opfer dargebracht. Ein Geschenk von Meister Belial. Ein Opfer? Ich? Belial hat euch hier als Köder hergeschickt, um mich von seinem Verrat in Kaldeum wegzulocken. Nein! Er würde mich niemals verraten! Erschlagt ihn! Belial ist der Herr. Ja, das hätte gut geklappt mit dem Erschlagen. Aber die Wahrheit ist, ihr wart in der Minute tot, in der ihr Kane ermordet habt. Keine Sekunde zu früh. Sie hatten vor, uns Belial zu opfern. Eisenwölfe, erobert die Stadt zurück! Und jetzt gibt's Clash hier. Wir wurden entdeckt. Okay, Quest beendet, schön. Hat Magda Alcarnus erreicht? Ja, wir haben Gerüchte von einem fürchterlichen Blutbad dort gehört. Dann öffnet bitte das Tor. Es ist höchste Zeit, dass Magda stirbt. Gieriges Kettenhemd des Bären. Magda wird bald für euren Tod büßen, Deckard Kane. Ja, das sieht doch ganz gut aus hier. Ich glaube, das Gebiet scheint nicht ganz so riesig zu sein, wenn ich jetzt mal so die Zeichen deuten darf. Alter, wie schnell der runtergezockt wird von dem Strahl. What the fuck? Oh, das hier sieht schon sehr nach Alcarnus aus. Da gehen wir lieber mal nochmal oben rum. Boah, das Gebiet ist nicht so groß, so viel zu dem Thema. Ich glaube, für diese Desintegration, da ist dieser Kernzauber hier schon sehr wichtig. Ja, diese Streitkorn brauche ich gar nicht mitnehmen, diesen Scheiße. Auf gut Deutsch gesagt. Macht euch auf einen langen Kampf gefasst. Nee.
Okay, könnte sein, dass hier das Inventar gleich wieder vollgeklumpt ist. Hier haben wir einen legendären Kopfschutz, der wahrscheinlich gleich richtig abgehen wird. Oh mein Gott, ist der geil. Hier, das nehmen wir auch jetzt diesmal. Das ist ein Schmiedeplan, leerer Ring. Ja gut, ich glaube, wir können... Ja, ich glaube, wir erkunden hier noch ein bisschen weiter und dann können wir zurückkehren nach Caldeum. Halte mir mal vom warte mal, falscher Knopf, so hier. Halte mir mal vom Leib hier, Hydra. Da muss ich alles selber machen oder was, ey? Hier nur eine nutzlose Truhe mit bisschen Gold. Naja, hat recht mit Alcanus, das scheint wirklich die Stadt dort zu sein. Wie schnell man die Gegner darunter gezockt hat, das für eine Truhe, Truhe, Truhe für mich. Erstmal hier 133 Gold noch mitnehmen. Das ist mir nämlich fast genauso wichtig. Ich kann nicht mehr tragen. Das hätte ich ahnen können, dass hier das Zeug bald alle ist. Hm, fuck. Naja, egal, zurück. Ja, kehr ein bisschen schneller zurück, bevor der Knochenritter da kommt. Ja komm, jetzt lad ein bisschen schneller, Mann. Na so, hier, okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Nebenhand. Perfekt. Naja, nicht ganz, warte mal. Nein. Der legendäre Kopfschuss, den wir es zu schnell eh nicht überbieten können. Vitalität, ja, da ist kein Ding dabei. Keine Intelligenz. Hey, verehrter Herr, ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet sie euch mal ansehen. Wartet mal kurz. Ja, okay, doch, passt alles. Okay, gut, dann geben wir das hier jetzt mal entsprechend wieder ab hier beim Schmied zum einen. So, hier, das kriegt der und dann noch hier bei der Beutetruhe. Ja, gibt auch keine Doppelten hier, dann ist alles okay. So, zurück zu den stechenden Winden. Was hat er denn hier auch noch besiegt? Schön. Ja, die Teleportation, die verwende ich jetzt noch nicht so stark, aber ich glaube, die wird im späteren Spielverlauf. Beziehungsweise ich weiß, dass die noch relativ entscheidend werden kann, wenn man wirklich mal in prekären Situationen drin ist, dass man dann da sich noch rausretten kann mit dem Teleport. Wenn man sich nicht gerade gegen die Wand teleportiert, wie ich das grandios gemacht habe. Der Schweiß leuchtet mir in die Augen. Was?
zur Straße nach Alcanus. Duriel, der Herr der Schmerzen. Duriel ist an Dariels Zwilling. Ich glaube, dass sie sich verschworen hatten, um Diablo dabei zu helfen, Mephisto und Baal zu befreien. Auch wenn sie in der Vergangenheit beide die geringen Übel unterstützt hatten. Der Herr der Schmerzen bewachte Baals Gefängnis, das Grab von Tal Rasha, als er von Helden getötet wurde. Jetzt wäre die Frage, wo es denn hier über lang geht. Ja, okay, hier ein bisschen Gold noch abzwacken. Die Abklingzeit kann ein bisschen schneller rum sein für die Teleportation. Das wird mir den Weg da hinten hin ersparen. Aber bis das Ding sich hier aufgeladen hat, bin ich auch hingerannt. Okay, somit, liebe Freunde, herzlich willkommen in Alcanus. Der Stadt der Magie, whatever. Und wir freuen erstmal die Gefangenen, bevor wir überhaupt anfangen weiterzumachen. Helft uns! Ihr könnt uns nicht hier zurücklassen! Beruhigt euch! Ich hole euch aus diesem Käfig. So, das war hier schon mal die erste Hälfte. Die Kultisten können ja zum Teil echt gar nichts, das ist ja schon heftig. Brunnen der Reflexion. Am besten besiegen wir die immer, bevor sie sich hier verwandeln. Ich muss die Hydra häufiger raufbeschwören, das muss man mal merken. Ich bin gerettet. Lauf und blick nicht zurück. So, Nummer 7. Oder gibt's auch noch einen? Was geht nach Caldeum im Süden? What the fuck? Achso, zu denen. Wir gehen hier weiter. Gerade was? Irgendwie ist das ein bisschen ein komischer Storyplot. Wäre das ein komischer Storyplot gewesen? Ich werde noch nicht lassen. Stufe 23. Schön. Zeig mir her, was du neu gelernt hast. Hallo? Zeit verlangsamt mit Sicherheit nicht. Vertrauter, gibt's das für Sturmrüstung was Neues? Was bringt die? Naja, auch nicht so wirklich. Was das so? Und Leute, diese Musik, die ist doch nur ein was. Absolutely epic. Da könnt ihr mir nichts erzählen. Ein weiterer Sonnenuntergang und Alcanus ist noch immer vor dem plötzlichen Wahnsinn sicher, der Caldeum heimgesucht hat. Obwohl ein stetiger Strom an vermummten Pilgern eintrifft, die irgendeinen religiösen Feiertag der Zakarum begehen wollen, halten die Dämonen dort draußen Abstand. Ich werde die Wachen am Tor verdoppeln. Wir dürfen nicht unvorbereitet sein, falls sich das Blatt wendet. Stadtkeller. Wie einfach der so Zeug erzählt, nicht so. Ja, Stadtkeller.
Oh, regenerativer Großschild. Komm, kriegst du mal gescheit Schild, Lindhand, jetzt, Bub. Ich werde es benutzen. Tja, alles andere wäre auch enttäuscht von. Oh. Jetzt bin ich gerade aus Versehen auf Q gekommen, statt auf den 1er, wie ich eigentlich wollte. Ja, schätz mal, ich werde hier den Part irgendwo zwischendrin gesplittet haben, weil... Könnte sonst unter Umständen etwas länger dauern. Denn wir kommen jetzt in das Versteck der Hexe. Aber erstmal schreiben an Magda. Bedauerlicherweise wurde mir von deinem kläglichen Versagen berichtet, die Feinde am Außenposten von Kasim aufzuhalten. Aber wenigstens ist die feindliche Spionin gefunden worden. Wenn wir sie und ihre Verbündeten erst ausgeschaltet haben, wird sich diese widerwärtige kleine Welt mir unterwerfen. Und vielleicht auch dir, wenn du überlebst. Und ich glaube, dies wird hier in diesem Moment nicht mehr geschehen. Denn ihr seht ja schon das Ziel. Keine Illusion. Euch dieses Mal verstecken könnt? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr mutig genug sein würdet, um mir in Person gegenüberzutreten. Unwichtig. Während du mich gejagt hast, hat Belials kaiserliche Wache deine kleine Hexe, Lea, gefangen. Bald wird ihre Macht ihm gehören. Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wagen, weil Magda ist sehr stark. Ich sehe mich hier gerade selbst nicht mehr, deswegen hier Abstand nehmen. Somit haben wir Magda besiegt. Sehr schön. Gefällt mir gut. Dann würde ich sagen, tun wir uns in diesem Part noch das neue Wissen anhören und so ein bisschen den nächsten Part vorbereiten. Als ich dem dunklen Zirkel beitrat, war er schwach und untätig. Für die Anführer war es in Ordnung, nichts zu tun, während die großen Übel in Gefangenschaft waren. Ich überredete eine andere Hexe dazu, mir zu helfen und sie... Ja. In den letzten Augenblicken ihres erbärmlichen Lebens schwor Magda, dass der Dämonenfürst Belial bald diese Welt unterjochen würde. Da wird er aber erst an mir vorbei müssen. Okay, gut. Dann tun wir jetzt uns erstmal aufrüsten. Richtig. Schön. Ja, schon wieder Tasten verwechselt, dem. Okay, gut, dann in diesem Sinne verabschiede ich euch von diesem Part von Diablo 3. Ich hoffe, er hat euch gefallen und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. So viel Hoffnung, ihr seht das Projekt, es lebt. Blödste Verabschiedung ever, bis bald, tschaußen.